Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, einem Liga-Cast von Liga 1, und zwar, ja, einem Live-Cast, den ihr jetzt sozusagen im Nachhinein als YouTube-Video sehen könnt. Ich mache das Ganze nicht alleine, mit mir zusammen kommentiert hier MFD, grüß dich. Servus, freut mich. Ja, mich auch, und ich würde sagen, wir gehen mal direkt auf 3, dann auf Ready zusammen, und zwar 1, 2, 3. So, wir haben hier Feldherr Tobi in Liga 1, gegen AOE Sachs auf der unteren Seite. Wir haben Franzosen bei Tobi und eben die Haudenosaunee, die ehemaligen Irokesen bei AOE Sachs. Ja, wird bestimmt ein spannendes Match werden. Ich bin schon sehr gespannt, was da so kommen wird. Vor allem Tobi mit den Franzosen. Ich meine, Kavallerie passt zu ihm, aber spielt er wenigstens meines, das ist jetzt nicht so extrem häufig. Da waren jetzt in letzter Zeit häufiger mal irgendwie die Hauser oder natürlich seine All-Favorites, All-Time-Favorites, die Deutschen oder so. Ja. Da bin ich aber sowieso gespannt. Also du sagst zwar Kavallerie, aber ich bezweifle, dass wir von Tobi eine einzige ausgebildete Kavallerieeinheit sehen werden in dem Match. Gut. Aber ich will nicht zu viel verraten. Dann sind wir mal alle gespannt. Auf der anderen Seite, wer Steven kennt, Steven ist AOE, ich sag's nur, dass da bei mir keine Verwirrung entsteht. Für ihn ist Haude nicht einfach eine von zwei Mains, sondern für ihn ist Haude Leben, für ihn ist Haude Lifestyle. Okay. Vor allem der Haude Rush, da ist er, glaube ich, so das führende Gehirn hinter allen Rush-Strategien, die ich in letzter Zeit irgendwie im Internet verbreitet habe und dafür geflamed wurde. Und der kennt sich, also ich glaube, dass die Rush-Strategie kaum einer besser spielen kann derzeit als Steven. Oh, was sehr interessant sein könnte. Krass. Also haben wir hier wirklich hochklassiges Gameplay für die Zuschauer. Mhm. Wir sehen auch direkt, dass AOE Sachs auch auf den Hafen gegangen ist. So ein bisschen klassisches Opening, wenn man Wasser hat. Auch mit den Haudenosaunee, das erste Fischerboot auch ausbildet. Da wird auch eben auf Holz gegangen dafür. Ist auf der Karte auch nochmal doppelt wichtig. Also wer die Karte nicht von vornherein kennt, Kaskadenkette ist eine richtige Dreckskarte, nichts für ungut. Das Problem auf der Karte sind mehrere Sachen. Erstens hat man keine Handelsroute, also keine extra Erfahrungseinkommen, und das Wasser ist auch sehr beschränkt, sag ich mal. Da sind jetzt so 6 Fischplätze. Ja, auf 3500 jedem Nahrung. Ja, kein Gold, kein Nischt, kein gar nichts. Und relativ wenig und vor allem schlecht platzierte Ressourcen. Du hast meistens eine Herde in der Basis, eine Herde links, eine Herde rechts, und dann sind die Herden eh schon nach vorne. Also es ist echt ungut auf der Karte zu spielen eigentlich. Aber okay. Haude untertaucht das Problem genau mit den Fischerbooten sehr, sehr gut. Weil man da auch nicht auf einen extremen Wasserboom geht. Deshalb ist es eigentlich meiner Meinung nach von Haus aus Haude-favored. Ja, geht man dann so auf 3 Fischerboote oder wie viel würdest du sagen? 4? Weil, wie kommt du schaffst, auf die Schätze an. Kommt auf die Schätze an, okay. Ja, ich meine, also er hat jetzt noch ein bisschen was zwischen gehackt. Zwischen 3 und 4. Schauen wir mal kurz. Ja, er macht scheinbar exakt 4. So viel hat er auch noch gehackt. Und jetzt geht er wieder volle Kanne auf Nahrung, dass er dann eben agen kann. Schauen wir mal zu Tobi. Was macht der so fleißig? Ich mach mal den Gefechtsnebel an. Der hat auch schon den Gegner erkundet und alles mögliche. Er holt sich hier oben einen schönen 40 Holzschatz. Marktplatz. Kannst du mal kurz ins Deck schauen? Genau, warte mal. Das muss ich erstmal wieder auswählen. Hier oben, Spielerübersicht. So, was haben wir denn hier bei Tobi? Siedler Strong. Oh, ja. Ich ahne. Schlimmes. Pioniere sind dabei, okay. Hier ist einiges anders. Wir haben die indigenen Verträge dabei. Kampfkraft der Indianer. Krieg in der Wildnis. Ja gut, das ist noch was. Karavellen, okay. Die Huronenverbündeten. Gut, H3. Das H3-Deck ist, denke ich, eher klassisch mit Einheiten und Sachen. Dürfte interessant werden. Ja. Du darfst nicht vergessen, es gibt auf der Karte die Notka, die eine Technologie dabei haben. Und die kann ich mir gerade nicht angucken, weil ich irgendwie zu blöd bin. Achso, ne, ich drücke die falsche Taste. Und zwar, kann ich mir die denn anschauen? Wenn man das anklickt und dann auf Alt geht, bei mir ist es Alt, dann zeigt es alle Einheiten und Technologien an, die irgendwelche Völker da bauen können. Ah, das ist bei mir schon mal nicht Alt. Schade. Achso, nee, ich muss dann drüber hovern, oder? Genau. Bildet aus Notka Keulenkrieger, Notka Kriegshäuptling, Weiterentwicklungen, Notka Potlatsch, Notka Rindenkleidung, wahrscheinlich dann für die Dorfbewohner, dass die dann noch stärker sind. Mhm. Okay, das heißt, er will seine Dorfwohner richtig stark machen. Er holt sich jetzt auch schon die Donnerbüchse, der gute Tobi. Ist gerade schon am Agen. Also er hat wahrscheinlich den Überrock schon, holt sich jetzt die Donnerbüchse. Hat auch mit den 3 Couröhren, gehe ich mal davon aus, gestartet. Ganz klassisch. Aber was holt er sich jetzt? Holt er sich jetzt im zweiten Zeitalter irgendwas? Die Pioniere scheinbar ja noch nicht. Wenn das eine Couröhr-Taktik ist. Und wir sehen direkt die Kriegshütte von AOE Sachs. Sehr offensiv natürlich, also aber ja, Tobi hat's gesehen. Tobi hat's gesehen, also er weiß genau Bescheid.
Und er greift direkt mit dem Speer auch schon diese Kriegshütte an, die da entsteht. Ja, sind 20 Schaden pro Wurf, ist jetzt nicht die Welt, aber kann man auf jeden Fall machen. Vor allem einfach mal Aoi-Sax noch wissen lassen, dass sie gesehen wurde, ist sicher nicht schlecht. Einfach nur für den psychologischen Faktor. So. Die Frage ist halt die, also die Dorfbewohner werden an der Stelle super tanky, also wirklich komplett krank tanky. Wir reden da so von, keine Ahnung, 450 Lebenspunkten und 40% Fernkampfresistenz. Also da hat er schon ordentliche Tanks dabei. Die Frage ist halt, ob er dann das Gebäude mit anderen Einheiten niedersiechen kann oder nicht. Denn Belagerungsschaden haben wir nicht mit den Dorfbewohnern. Das ist natürlich nicht gegeben. Okay, das wird natürlich problematisch bei der Hütte sozusagen, bei der Kriegshütte. Mhm. Übrigens hier, der Haude-Spieler jetzt hier eben hat noch nicht gesehen, dass Tobi rechts auf den Indianerposten gegangen ist. Das dürfte er nicht gesehen haben, wenn man da seine Sicht sieht. Und jetzt geht's eben los. Jetzt kommen die ersten Truppen. Und jetzt sind schon die Couriere da. Zack, und sie schießen. Boah, die halten ordentlich was aus. Da haben jetzt gerade alle... Oh mein Gott, da schießen alle... Tomahawk-Werfer auf einen Couriere. Und der geht nicht drauf. Und gleich stirbt mal einer. Den will Tobi rausfokussen. Den zieht er zurück, kann ihn retten erfolgreich. Richtig strong von Tobi. Und er tötet die ersten Einheiten. Kämpft auch noch mit seinem Kundschafter. Was für eine kranke Taktik hier von Tobi. Oh, da ist der nächste tot. Aber natürlich hier mehr Einheiten kommen. Und jetzt sind hier auch die ersten Notkar-Keulenkrieger. Die wiederum, ich weiß gar nicht, na gut, nee, die machen keinen extra Belagerungsschaden. Sind jetzt keine gottgleichen Einheiten, aber haben dafür mehr Lebenspunkte als ein normaler Pike. Also wobei, die werden jetzt ein bisschen auch rausgeschossen, die Notkar-Keulenkrieger. Ja. Die hätte er jetzt auch noch in den Kampf schicken können. Ja, es ist schwierig, die halt so drin zu behalten. Du musst halt eigentlich das Militär mit den Gröhren kriegen und gleichzeitig dann belagern, aber er hat halt nicht die Masse, Tobi. Da ist einfach das Tempo auch von Steven ziemlich hart dran. Und den Wasch hat er das... absoluter Hardwash den Herbst. Und jetzt kommt Kaff, jetzt können es schwitzig werden. Das einzig Gute an der Sache ist, dass auch Kaff sie nicht hart clean. Also auch Kaff konnte nicht so extrem. Aber schau mal, die halten ja wirklich. Wir müssen mal gucken, wie viele haben die jetzt. Die haben jetzt 450 Lebenspunkte. Notka Kollenkrieg hat 200, mal im Vergleich. Also diese Couriere, die halten jetzt echt viel aus. Und wie viel Schaden machen die? 11, oder? Fernangriff, Feuerrad von Schaden. 1,5 extra Schaden. Viel. Klingt nicht nach viel, aber du darfst nicht vergessen, die können halt schießen und schießen und schießen. Und die Jungs haben 40 Fernkampfresistenz auch noch. Ja. Das heißt effektiv über 600 Lebenspunkte. Jetzt kommen die Armbrustschützen. Ja, die sind ein bisschen in der Armposition. Die sind out of position. Ja, die Kavallerie geht alles auf die drauf. Ah, das ist jetzt natürlich unglücklich. Ich meine, die Kavallerie wird gleich down gehen, aber die Hälfte der Armbrustschützen könnte dabei auch sterben. Ja, so, zack. Ja, fast die Hälfte durchgegangen. Problem ist auch, die Micro ist sehr schwierig mit den Dorfbewohnern, weil du kannst nicht einfach den Weg freikämpfen oder sowas. Ah, das sieht man jetzt auch, wenn sie so ein bisschen rumtanzen, ist immer so eine komplizierte Sache. Verstehe. Aber was ich nicht verstehe ist, eigentlich musst du doch Aoi Sax jetzt hier einfach nur durchhalten, oder? Weil je länger Tobi diese Taktik macht, umso schwieriger wird es für Tobi, oder? Weil der hat doch jetzt, der sammelt doch gar keine Ressourcen, also... Er sammelt, glaube ich, mit drei Leuten hinten noch Ressourcen. Müsste eigentlich, gut, oder? Zwei macht er, aber was bringen denn drei Leute? Die sind genau, also drei bis vier reichen tatsächlich, dass du immer wieder zwei, drei von den Keulenkriegern mit nachbauen könntest. Aber er hat halt die Keulenkriegermasse schon verloren. Das macht tatsächlich ein bisschen kritisch. Haude ist eine der schlechtesten Völker, um die Strategie gegen sie zu spielen, leider. Die können ihn jetzt hier völlig zurückwerfen. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird für Tobi. Weil er steckt jetzt hier viel ein, aber er hat halt keine Wirtschaft, um mehr Armee rauszubringen. Und ich glaube... Aoi Sax, du kannst dich so langsam freuen, ne? Er hat seine Dorfbewohner am Start, 28. 28 zu 13. Er hat mittlerweile sogar 6 Fischerboote. Das ist stark. Starke Wirtschaft und er hat halt jetzt auch eine Masse. Er muss jetzt hier nicht Teufel komm raus rushen, nachdem er das sieht, diese Taktik. Er muss einfach diese Kriegshütte verteidigen. Da kommen jetzt, also die Einheiten sind angeschlagen von ihm. Er macht das sehr gut. Er zieht sich zurück, zack, es kommen neue Einheiten raus und dann wird wieder gefightet. Ja, richtig schön. Ja, und da geht es auch. Verständlicherweise, das ist leider echt blöde, dass sie sind. Ich habe die Strategie damals mir ausgedacht, weil ich, wo ich angefangen habe, Franzosen auszutesten. Ja. Da hat mich interessiert, ob man auf irgendeine Art Villager rushen kann. Ob das irgendwo auf irgendeiner Karte viable ist. Und das ist wirklich die einzige Karte oder eine von den ganz wenigen, wo man es machen kann. Aber Haude ist mit Abstand die schlechteste Gegnerziff dafür, weil die selber Druck machen und weil selbst wenn du bei denen das erste Gebäude clearst, die Zeit, die du brauchst, bis du beim Gegner bist, da hat er ja schon längst wieder was stehen. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, dass... Ja, ärgerlich, dass Tobi das jetzt ausgerechnet hier sozusagen ausgetestet hat, ne? Mehr oder weniger. Das ist in dem Liga-Match dann natürlich auch immer nochmal doppelt wichtig für ihn.
Und dementsprechend der erste Sieg für Aoi Sachs tatsächlich. Ja, weil die Taktik nicht am Ende aufgegangen ist. Aber ich meine, selbst wenn jetzt hier so ein bisschen das Militär und den Frontbase, sagen wir mal, Tobi hätte es geschafft. Wie du schon gesagt hast, die Kuriere machen noch keinen extra Belagerungsschaden. Also dann hätte er doch auch total schwierig dieses Dorfzentrum noch einreißen können. Also. Das ist. Also Tobi hat einfach nicht die Masse an Noctis rausbekommen, die er braucht für diesen ganzen. Okay, okay, verstehe. Das war echt problematisch. Ja, ja, aber gut. Da, also, du hast halt normalerweise so ein Timing bei was knapp unter 6 Minuten mit 10 bis 15 von den Notgas, mit 12, 13 von deinen Couriern. Aber da hat einfach Aoi Sachs super Arbeit geleistet und gesehen, was die richtige Bedrohung ist hier für seine Frontbasis, nämlich eben die Notga, und hat die sehr, sehr professionell einfach rausgeballert. Da sieht man halt, also der ist mit den Haude versiert wie sonst keiner, ja, glaube ich. Also ganz wenig Spieler in der Liga 1, die mit Haude so rankommen. Da ist er echt stark, wir sehen hier auch sein Deck. Interessant, das heißt, Deck heißt Deck 1 von 2 oder V2. Okay, interessant. Aber ja, das sieht mir nach einem ganz klassischen Haude-Deck aus. Ja, stark verteidigt, stark gekontert gegen diese neue interessante Taktik. Aber ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal, oder wir schauen nochmal schnell in die Statistik. Wobei, gut, da werden wir wahrscheinlich sehen natürlich, dass der Haude hier natürlich deutlich überlegen ist, was die Ressourcenzahl angeht, wenig überraschend. Militärisch hat natürlich Tobi mehr Kills gemacht, einfach weil die so viel eingesteckt haben, die Kuriere, und auch ein bisschen mit der Donnerbüchse austeilen konnten. 31 zu 24 Kills. Aber, wie du sagtest, der Moment zum Sieg, der war dann, ja, dieses Momentum war dann nicht mehr da, oder war überhaupt fraglich, ob es da war. Ja, ist leider sehr schade. Ich meine, man sieht schon, auch wenn man sich jetzt die Militärbevölkerung ansieht, die ist jetzt nicht ganz so aussagekräftig bei Tobi, weil er die längste Zeit seine Kuriere halt nicht mitzählen und sein Dorf, stimmt, seine Indianereinheiten. Ja, es hat einfach die Armbrustschützen und fertig, genau. Ja, ja. Okay. Aber bei Haude sieht man auch noch so einen starken Absturz. Also es geht schon irgendwie, aber es ging halt nicht hart genug. Und ja, also sie machen schon Schaden und so. Das ist, es ist sehr spannend. Die Frage ist, ob sowas in einem Team nicht auch eine spannende Sache ist. Also jetzt nicht in einem 3 vs 3, sondern in einem 2 vs 2 auf dieser Karte, wenn das einer macht, so als Unterstützung, und der andere voll Militär und so als Rush-Taktik. Wäre eine spannende Sache vielleicht. Ich habe noch so ein kleines Schmankerl-Detail an der Strategie für dich, wenn du es hören willst. Gerne. Da nimmt man auch, oder unser Gedanke war, dass wir auch, nur für den Fall der Fälle, dass wir wirklich gemein sind, nimmt man die 500 Gold Indianerverbündeten auch mit, oder 450 Gold, diese Belagerungsschilde, die man sich schicken kann. Ah, okay, verstehe. Ich geh gerne schon, warum, mal ins nächste Game rein, nebenbei. Ja, ich bin auch schon drin. Ja, ich warte schon auf dich. Ja. Der Trick ist, wenn du, und du willst ja eigentlich unter dem Dorfzentrum vom Gegner fighten, und wenn du das hinkriegst, dann kann es sein, dass der sich halt mal Gold schickt, um zu agen an dir vorbei, je nachdem, was für eine Ziffer hat. Okay. Und wenn du das Gold dir dann, das kannst du aufsammeln. Mit deinen Dorfbewohnern. Ja, okay, und, verstehe. Dann wird es ja richtig krass, ja. Ja, das nicht sind halt so die ganzen Überlegungen, die man sich da so gemacht hat zu. Genau. Ich würde sagen, wir gehen direkt los hier, ready, ins zweite Game. Du bist auch auf ready auf 0 Sekunden, oder? Ich bin bei einer. Ich warte einfach eine Sekunde länger bis zum Start. Ich bin jetzt auch auf einer. Alles gut. Und dann legen wir wieder los in 1, 2, 3. So, ja, auf geht's. Und wir haben jetzt hier das zweite Match. Tobi mit den Azteken. Auch die habe ich ehrlicherweise bei Tobi nicht so oft gesehen. Also interessant. Und diesmal spielt Aoi Sachs die Deutschen, die eigentlich so Tobis Main sind. Ich meine, da müsste ja Tobi am besten wissen, wie er gegen die kämpfen kann. Und ich meine, so vom Pick ist es ja gar nicht so schlecht, weil mit den Azteken sollte er ganz gut Truppen aufs Feld bringen können, um zu rushen. Und ich würde behaupten, man muss die Deutschen schon rushen, aus meiner Sicht, weil in H3 können die halt richtig, richtig stark werden. Durch die ganzen Schiffsladungen, die sie bekommen, durch ihre Einheitenvielfalt mit den Kriegswägen und Plänklern. Also im zweiten Age rushen ist so die beste Möglichkeit. Wie siehst du das? Bin ich vollkommen auf deiner Seite grundsätzlich. Was man sagen muss, Tobi hat sich ja voll Gedanken gemacht zu Azteken auf der einen Seite, weil er ja den Civ-Guide rausgebracht hat, also haben wir gemeinsam. Ja. Und das heißt, er hat sich da schon klar eine Build-Order überlegt für, und ich glaube, er hat ja jetzt angefangen mit den Kontrollgruppen. Das war immer so ein Grund, warum er die Azteken nicht gespielt hat, weil wenn er mit seinem alle Infanterie, alle Kavallerie schnell Hotkey arbeitet, ja, dann kommt immer auch der Kriegerpriester mit, was für die Azteken echt unpraktisch ist. Verstehe. Und jetzt hat er es ja, spielt das anders. Und ja, ja, jetzt spielt er mit Kontrollgruppen, aber da scheint er noch nicht so zufrieden zu sein, haben wir mitbekommen in anderen, ja, Matches, liebe Zuschauer, mit den Kontrollgruppen. Ich kann das nachvollziehen, so eine Umstellung ist unfassbar nervig und schwierig. Du spielst da irgendwie jahrelang mit einer bestimmten Sache, mit Tasten und so, und dann musst du plötzlich irgendwie was anderes machen, das ist nicht so leicht. Ist unglaublich unangenehm. Bei mir war die Umstellung zum Beispiel andersrum. Ich habe aufgehört, Kontrollgruppen zu verwenden, weil ich so schlecht gemicrot habe damit. Dann habe ich mal versucht, einfach nur zu Micron ohne Kontrollgruppen, und seitdem geht es mir wieder besser und irgendwann fange ich wieder an damit. Aber es ist echt aufwendig. Ja. Auf der Karte, übrigens so als kleines Ding,
auch eine schöne Sache. Hier endlich wieder die Sachen, die man auch haben will. Also Handelsposten, mehr Hands, mehr Ressourcen. Und ich finde generell, arktische Territorien finde ich eine coole Map. Ja, weil auf sie halt jeden so viele Fall. Dynamiken zulässt. Der Kampf in der Mitte ist dann immer ganz spannend. Du kannst aber auch über die Flanken schön mit Kavallerie kommen. Tobi holt sich jetzt hier schon wieder einen schönen Schatz. Macht er hier durch Flächenschaden auch sehr gut. 80 EP, das ist doch nicht schlecht. Schauen wir mal gleich in Stack rein. Da müsste er jetzt was haben. Da haben wir diesen Kriegerpriester. Was haben wir denn so im zweiten Zeitalter? Auch Kriegerpriester, Kojotenläufer, Kojotentaktiken, Puma-Speerkämpfer, sehr viele Otontin-Schleuderer. Also wirklich alles sehr stark mit Armee natürlich. Er will hier im zweiten Druck machen. Fechtschule ist sogar dabei, also richtig aggressiv. Holz und Gold. Er schickt sich tatsächlich den Kalmekak, gerade als zweite Schiffsladung. Ich gehe mal davon aus, die drei Dorfwohner sind schon da. Ja. Ah, okay. Ist das so ein Klassiker? Oder macht man das jetzt mal die... Okay, okay. Ich kann dir allein an der Tatsache, dass er zwei Häuser gebaut hat, sagen, dass er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, nehme ich mal an, was mit Kriegerpriestern versuchen wird. Und die Fechtschule deutet zumindest auch darauf hin, dass er die dabei hat. Wer das nicht kennt, die Fechtschule verringert nämlich nicht nur von normaler Infanterie die Ausbildungszeit, sondern eben auch von Kriegerpriestern, was bedeutet, dass man halt viel krasser nochmal boomen kann. Und wenn man angegriffen wird, verringert sie auch die Ausbildungszeit von Kriegern. Also wow, von der Minute. Ja, stark. Ist richtig unlustig. Stark, stark, stark. Okay, dann erholt sich jetzt hier den nächsten Schatz, nochmal ein Indianerspeer. Ja. Also er hat schon so eine kleine Truppe bei sich zusammen, der Tobi. Gut. Schauen wir mal auf der anderen Seite zu... Also er aged auch. Oh, die agen fast exakt gleichzeitig. Das gibt's gar nicht. Da gibt's keinen Unterschied in meinem Balken. Die sind exakt da, wobei... Tobi wird schneller werden. Der hat ja die Keime kacken. Ja, ja, stimmt. Jetzt ist Tobi schneller. Ja, stimmt. Ja. Und wir haben halt eben schon den Marktplatz klassisch bei den Deutschen hier. Bei AOE Sachs. Da hat er auch schon die Jagdhunde sich geholt. Ja, holt sich wahrscheinlich so ein paar Herden ran, wobei ich das aktuell noch nicht sehen kann. Tobi holt sich den... Tobi ist da hingegangen. Und eigentlich wollte AOE Sachs den Handelsposten dort bauen. Oh, ist das gemein. Na klar, den kann er verkloppen, weil er schon geaged ist und viel mehr Lebenspunkte und Angriff hat. Das heißt, er kann jetzt beinahe den Handelsposten denyen. Aber er greift den Kundschafter an, tatsächlich. Mhm. Ja, stimmt. Ich bin gespannt, ob es sich ausgeht. Ich glaube, es geht sich aus, weil schadenstechnisch kommt er da nicht genug an. Er wollte ihn vielleicht, wie soll ich sagen, erschrecken. Er kann es ja nicht verhindern. Er hat nicht genug Belagerungsschaden, um das Ding einzureißen. Ich frage mich nur gerade, wo ist denn dieser Puma, Speerwerfer, den er noch hatte? Der hatte doch den... Ach, der ist dahinter. Den habe ich gar nicht gesehen. Da ist er. Ja. Der Adlerspeer, genau. Ja, ja, okay. Der Handelsposten wurde gebaut, aber der Kundschafter ist fast tot. Aber natürlich aged jetzt auch gleich AOE Sachs. Dann wird er gleich wieder... Ja, jetzt hat er wieder ein paar Lebenspunkte dazu bekommen. Gut, das wird wahrscheinlich nicht reichen in diesem Fight hier. Also der wird sterben, der Kundschafter. Das heißt, Tobi holt sich damit noch ein paar EP. Ja, jetzt will er natürlich noch hier AOE Sachs und das Dorfzentrum kommen, aber das wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren, vor allem, weil der Adlerspeer... Ja, das Tier hält ihn sogar noch auf. Ja, da ist er tot. Wäre jetzt natürlich schön gewesen für Tobi, wenn den nicht der Kundschafter, sondern eine von den anderen hätten getötet hätte, dann wären es 90 EP gewesen. Ach, ist das so? Das schmeckt auch mal. Ah, okay, das krass, das wusste Aura ich gar nicht. So eine kleine Info. 50%, oder? Ja, 50% XP-Aura für Gebäude, auch wenn die zerstört werden, wenn der Chief nebenbei steht. Das heißt, wenn du so eine Kaserne legst, kriegst du halt auf einmal 80 EP dafür. Oh, AOE Sachs hätte jetzt kurz mal einquartieren können, um diesen Adlerspeer einfach zu töten. Es ist immer die Frage, ob sich sowas so hart auszahlt. Meinst du nicht, dass sich das lohnt? Ah, okay. Ja gut, beim Adlerspeer ist nochmal was anderes, aber er hat ja auch noch den Indianerspeer, Tobi. Ja, also, ja, mir geht es nur schon mal darum, eine kleine Militäreinheit rauszunehmen. Ich sag mal jetzt, der Speer ist mir ziemlich egal, klar, der erkundet, aber... da ist der Adlerspeer ein bisschen kritischer aus meiner Sicht. Tobi will jetzt auf jeden Fall hier auch eine Herde ranschießen. Hat auch schon wie viele Kriegerpriester? 9 Stück. 9. Eine Masse. Wirklich. Sehen wir hier 24 Dorfbewohner. Die Kriegerpriester zählen die als Dorfbewohner? Nee, oder? Lass mich einfach schnell nachzählen. Wir haben 25 Dorfbewohner. Nee, zählen nicht als Dorfbewohner. Okay. Und er hat jetzt hier eben noch schneller die Heilzeremonie gemacht. Und jetzt geht er auf Lebensmittel, oder? Gabenzeremonie. EP-Zuflussgeschwindigkeit erhöhen. 11,3 EP, das entspricht über 11 Handelsposten. Was? Wirklich? Ja. 11 Handelsposten? Ja. Okay. Gut. Stark. Schau mal, und Tobi positioniert seinen Speer getarnt. Und auch, was hat er denn da noch? War da nicht irgendein... Da ist noch eine Einheit. Sein Adlerspeer kann sich auch tarnen, das wusste ich gar nicht. Nicht. Und damit hat er so ein bisschen die Flanken im Blick, weil er natürlich mit Kavallerie rechnet von AOE Sachs. Er kennt ja die Deutschen.
Und das macht er aber nicht. Es kommen Armbrustschützen und Pikiniere von AOE Sax hier. Und die sind auch schon bei Tobi gleich. Interessant, ein H2-Play vom Deutschen. Das ist ja quasi wie ein Tower Rush ohne Tower. Ein bisschen witzlos, würde ich sagen. Ah, er hat einen Dorfbewohner getötet damit von Tobi. Ja. Ich glaube, damit hat Tobi nicht gerechnet. Er hat jetzt zwei Ulanen hier noch. Aber es ist eigentlich, glaube ich, genau das, was Tobi in dem Matchup hier will, weil er kommt ins Dritte und auch mit der Masse. Also ich glaube nicht, dass Tobi ein Problem hätte, den Angriff hier zu verteidigen, wenn er jetzt versucht reinzugehen, aber ich sag's. Und wenn er im Dritten ist, dann kommen halt mit 11,3 XP pro Sekunde Schiffsladungen durchgeballert. Das ist richtig. Shepard ja auch. Und ich meine, er kann sich ja jetzt auch im zweiten Notfalls Schiffsladungen holen. Militäreinheiten hat er ja genug im Deck, der Tobi, um das jetzt hier zu verteidigen. Aber scheinbar will das AOE Sax wirklich auch auf einen eigenen Rush anlegen. Also ich bin ganz überrascht, dass der Deutsche den Azteken hier rusht. Wir lernen hier ganz neue Seiten, meine Damen und Herren, von Age of Empires 3. Die Ulanen an der Flanke. Aber er wartet noch so ein bisschen. Er hat jetzt eigentlich nur diesen kleinen Elch da unter Kontrolle. Sonst kann Tobi hier noch in Ruhe weiter sammeln. Heute scheint einfach so ein bisschen der Tag der unorthodoxen Taktik. Ja, absolut. Er hat sich die 8 Armbrustschützen eben auch geschickt. 3 Siedlerwägen. Alles klar. Ah, aber da gehen jetzt überraschend viele Dorfbewohner down für Tobi, der ja sonst eigentlich sehr gewissentlich damit umgeht. Also ja. Da stirbt vielleicht. Ah, was macht denn Tobi? Der nächste Tat tot und noch. Hier. Er tanzt gerade für Krieger und ballert damit die Ulanen weg. Das ist genau, was ich gemeint habe. Aber wie ballert er die weg? Er kann quasi über den Community Plaza kann er Krieger ausbilden, die im Endeffekt das Indianer-Äquivalent zu einem Minutemen sind. Ah, ja, okay. Und der Witz daran ist halt, das dauert 2 Sekunden oder sowas, bis einer draußen ist. Krieger, ja genau, Krieger ausbilden. Ich müsste echt mal mich mehr auch mit solchen Nationen beschäftigen. Azteken habe ich mich, glaube ich, echt am wenigsten beschäftigt, muss ich sagen. So. Ich mich davor auch, aber eben der Deep Dive nutzt halt was Schönes. Er erforscht übrigens gerade Gründer oder Founder, wie es auf Englisch heißt, was diese XP-Aura von verzweifacht auf verdreifacht erhöht. Das heißt, ab sofort für Kills kriegt er dreifache XP, solange nicht der Chef den Kill macht. Also er will einfach die XP, er will sie alle und er will sie sofort. Er will sie alle, ja. Er hat sogar 400 Holz, er könnte sich sogar noch einen Handelsposten holen, dann hat er noch mehr XP. Und er hat jetzt 2 Schiffsladungen und ist im dritten Zeitalter, also richtig stark. Der Rush keine Chance gehabt durchzukommen. Mittlerweile haben wir hier eben noch diese Krieger mit keinen Lebenspunkten, aber die machen 26 Fernangriff, nicht schlecht, stark. Ja, und jetzt hat er sich eben, jetzt hat er hier Otontin-Schleuderer am Start. Also er wird hier diese Armee abwehren können, ohne Probleme. Und jetzt muss AOE Sax schnell schauen, dass er aged. Aber er hat, glaube ich, er aged jetzt auch. Okay, er aged jetzt schon. Also er ist tatsächlich sehr flott. Man muss auch dazu sagen, Steven hat eigentlich erst für die Liga die Deutschen gelernt, weil er ja How the Main Main ist, also ohne richtige zweite Nation. Und ich bin eigentlich recht beeindruckt, dass er aus so einem Start heraus trotzdem so schnell nachagen kann. Ja, absolut. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was macht er damit, der gute Steven? Ja, wie gesagt, also ein kleiner Infanterieangriff, gar nicht so viele Ulane, wie man das vielleicht sonst kennt mit dem Semi-FF, sondern ein Semi-FF mit Infanterie vor allem und nur 4 Ulanen. Jetzt H3, der Stall kommt, Kaserne hat er schon, der baut Plänkler und wahrscheinlich dann auch Kriegswägen. Und dann werden wir jetzt einen H3-Play sehen. Also so viel zu meinen Gedanken mit der Azteke muss den Deutschen im zweiten Rush und sonst wird es schwierig. Jetzt, wie du sagst, mit den vielen XP ist alles. Ah, aber Tobi verliert schon wieder einen Dorfbewohner. Ja. Das macht AOE Sax gut. Na, ist absolut frech von Steven an der Stelle. Und eben, Tobi scheint so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihm das Game von vorhin noch oder die Games davor noch ein bisschen im Magen liegen, aber er ist ein bisschen unaufmerksam, kommt mir vor, was die Siedler angeht. Das kann sein. Er hat jetzt Adlerläufer-Ritter hier am Start. Oh, die könnten auch die 2 Ulanen. Ja. Der eine Ulan stirbt auf jeden Fall. Der andere wird noch verlangsamt durch den Kundschafter. Oh, schön. Da ist er halt wieder on point auf jeden Fall. Und jetzt hatte ich hier eine schöne Masse an Truppen und kann da diese Armbruststützen einfach vernichten, denke ich mal. Der Ulan da hinten läuft noch so durch, aber gut, das wird auch keine Bedrohung sein. So, was haben wir jetzt hier bei Tobi? 20 Otontin-Schleuder. Ja, wenn jetzt halt viele Ulane kommen, wird es ein bisschen kritisch. Ah, da kommen 5 Stück von hinten. Aber vielleicht, ja, was kommt von Tobi? Kommen noch neue Truppen? Ne, er schickt sich 8 Dorfbewohner. Ist natürlich auch stark, er muss die Dorfbewohner wieder ausgleichen. Aber Otontin-Schleuderer da alleine vorzuschicken, ich wollte gerade sagen, er muss sich zurückziehen. Wenn die Kaff kommt, die schnetzelt sich da so durch. Aber die Adlerläufer-Ritter sind am Start, die werden, denke ich, die Kavallerie ganz gut abwehren können. Damit ist es eine schöne Armee hier von Tobi, mit der er erstmal sich auf jeden Fall verteidigen kann und ein bisschen auf seine weiteren Schiffsladungen warten kann. Ich finde auch die 8 Dorfbewohner ist eine richtig coole Entscheidung. Ist halt die Frage, ob er auch die Herden gut genug reinbringen kann, um den Nutzen aus den Dorfbewohnern zu ziehen. Ne? Das ist schwierig. Ja gut, er kann jetzt die oben links, denke ich, sich noch holen, damit wir da erstmal noch genügend Nahrung haben.
Der Rest, das setzt ihn jetzt natürlich, aber ich sag schon, unter Kontrolle. Und jetzt haben wir auch viel Ulane am Start. Jetzt haben wir viel Ulane hier. Wie viel sind denn das? 14 Stück. Das könnte gefährlich werden, weil so viel Antikraft hat Tobi gar nicht da. Richtig. Ja. Den Big Button könnte er sich noch holen. Das wäre noch eine Option. Gesehen. Schauen wir mal kurz. Na, die Ulanen sieht er gerade nicht. Die wollten, glaube ich, gerade die Herde abgreifen und schauen, ob da irgendwo Dorfbewohner rumlaufen. Ja, aber da war nichts. Keine Herde auch mehr. Oder so gut nicht mehr. Die ersten Plankers sind am Start. Jetzt wird's aber gefährlich. Er so ein bisschen raus, ja? Es ist unschön. Ah, was macht Tobi? Nervös. Ja, er muss da weg. Er muss da weg. Und er hat nur diese paar Adlerritter. Selbst die könnten jetzt. Jetzt kommen die streunenden Jaguar-Ritter. Die kommen genau richtig. Da hat Tobi Glück. Jetzt muss er zurück mit den. Mit den Schleuderern. Und das sind auch gar nicht wenig. Und da zieht sich auch Aoi Sachs direkt wieder zurück. Aber er verliert dabei auch wieder einige Ulane. Also da auf dem Rückzug verliert er halt auch nochmal ordentlich was. Ja. Schau dir die Punkte an. Ja, so und vor allem jetzt. Ja. Und die waren jetzt aber die meiste Zeit besser für Aoi Sachs tatsächlich. Wegen der Eco halt. Aber Tobi jetzt mit 32 Dorfbewohnern zu 30, also eigentlich 38 vom Deutschen, kann da schon wieder ein bisschen was gut machen. Und du darfst die XP nicht vergessen. Die muss man als Ressource rechnen. Und da ist Tobi auf jeden Fall sehr schön mit dabei. Absolut richtig. Jetzt haben wir auch einen knappen Fight hier. Die Ulanen können sich ganz gut durch die Ottontien schon ein bisschen durchschnitzeln, sterben dann aber natürlich auch. Ja, und im Hintergrund stehen wieder die Krieger mit 26 Angriff. Ach du gute Güte. Problem, das ich an dem Fight gerade sehe, da müsste Tobi eigentlich nur auf den Angriffstanz gehen, dann hätte er so gute 20% oder 18% Schaden mehr auf seinen Einheiten und könnte den Kampf doch entscheiden. Also er war auf jeden Fall kurz woanders drauf, er ist jetzt erst wieder auf EP gegangen, XP gegangen. Ja, er war auch noch auf dem Kriegertanz, das war das. Okay. Ja, aber ja, beide haben so nur gleich viel Armee verloren, habe ich das Gefühl. Also jetzt keiner ist jetzt hier total überlegen, was gerade Militär angeht. Ich meine, Tobi hat jetzt, schauen wir mal kurz, 34 Dorfbewohner, und ungefähr, was ist das dann, 20 Militäreinheiten. Aoi Sachs hat 33 Dorfbewohner. Und fast 70 Militäreinheiten. Jetzt kommt eine ganze Masse hier. Ich glaube, der hat sich gerade aus der Heimatstadt noch was geschickt. Er schickt sich nochmal was aus der Heimatstadt. Es kommen gleich nochmal 7 Plänkler. Steven auch gehaust, weil er gerade nicht mehr die Kapazitäten hat. Ja, ich meine, wie viel aber hat er denn? Tobi. 3, 4, 6. Er hat jetzt 7 Schiffsladungen übrigens, Aoi Sachs. Jetzt vergleichen wir mal mit Tobi. Der hat jetzt schon 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 3 Stück mehr schon. Und das gegen den Deutschen mit Handelsposten. Richtig, richtig. Ja. Auf der linken Seite übrigens, was sehr, sehr schön ist von Tobi, der hat ja da auf der linken hinteren Seite seinen Scout stehen und er müsste jetzt mit seinen Kojotenläufern, hat genau 2 Kojotenläufer da oben stehen, weil er weiß, dass Steven irgendwann auf die Hand da oben muss. Das zeigt doch, zeugt von Map-Kenntnis an der Stelle. Ja, witzig, ich habe exakt eine Sekunde, bevor du das gesagt hast, genau dorthin gezeigt. Ja. Ja, und jetzt macht er, jetzt sterben die 2 Siedler, denke ich, da oben. Na, los, noch einen Schritt nach vorne, Tobi. Jetzt hat er sich da irgendwie, trau dich, jetzt hat er sich so ein Stück vorgesetzt. Er sieht die nicht, er sieht das tote Tier, aber er sieht die Siedler, weiß ich nicht, er macht's jetzt nicht. Ich glaube, er muss sich auf seine Basis konzentrieren. Ja, doch. Auch absolut bestimmt. Aber jetzt kommen noch mehr Dorfbewohner. Ich meine, das müsste jetzt die Kojoten doch irgendwie automatisch machen, oder wenn die dann denen vorbeilaufen. Ja. Jetzt. Ja. Jetzt wird hier gefightet. Was auch gut ist, schau dir mal an, was Tobi gerade für einen Einheiten-Switch macht. Der holt sich gerade Kojotenläufer, die kriegen dann nochmal 10% mehr Rüstung, 20% mehr Damage, tut die auch upgraden aufs dritte Zeitalter und holt sich da dann 2 Schiffsladungen. Also erstmal 7 Kojoteläufer, dahinter 10 und baut auch noch welche. Also er macht jetzt hier einen massiven Kraft-Switch. Die Frage ist, kommt das Timing da rechtzeitig drauf an? Aoi Sachs zieht seine Dorfwohner übrigens nicht zurück. Schickt ein bisschen Kaffee, aber bis dahin sterben natürlich ein paar Dorfwohner. Und es gibt jetzt den großen Fight in Tobis Basis. Ja, wie du sagst, das ist halt eine spannende Sache. Aber die Ulanen werden nicht so gut gesteuert. Jetzt erst wieder im Fight dabei. Jetzt haben wir aber noch ein paar Einheiten hier. Also in dem Fight sind auf jeden Fall die Plänkler gefährdet, aber die Ulanen sterben einfach zu schnell. Und da sind jetzt zwar die ersten Kojotenläufer weg, aber da kommen gleich noch mehr. Also das wird... Und schaut das an, die Krieger rechts oben machen auch ihre Arbeit. Das finde ich richtig schön, da hat Tobi genau die Stärken eigentlich von den Azteken ausgespielt. Die Schiffsladungen plus diese ganzen Tänze plus die Krieger, die er jederzeit rausdrücken kann. Richtig schön. Ja, aber jetzt schau mal auf die Flanke oben links. Das wird jetzt gerade sehr unangenehm für Tobi, wenn er hat keinerlei Schutz, er hat nur Dorfbewohner dort. Er hätte das ja, also er muss das ja wissen, weil er hat ja unten seine 2 Dings verloren. Aber Er schickt sie jetzt auch schon in die Richtung. Er zieht sie auch schon dahin ab, weil er es gerade sieht. Ja, aber er wird da jetzt richtig viel verlieren. Da sterben jetzt 4, also 3 Stück schon mal. 4, 5. Aber da können wir darauf wetten, dass er das Aoi Sachs auch noch heimzahlt, glaube ich. Weil er weiß ja selber genau, wie du sagst, dass Aoi Sachs da drüben sein muss. Hat sich jetzt zwar auf seine Base konzentrieren müssen, aber... Wie sieht's denn jetzt aus? Tobi hat 35.
Aber ich sag 37, aber halt Siedler wägen, wobei bei Tobi also 45. Kriegerpriester ja. noch am Start sind, oder? Wo sind denn. Hä? Wo sind denn die Priester? Doch, da sind sie. Haben sich so gut in der Umgebung getarnt. Ich habe die kurz nicht gesehen. Ja, okay. Er hat auch einen verloren, so wie es aussieht. Ah, okay. Oh, da wird es gefightet. Kojotenläufer gegen Ulane. Also ich glaube eigentlich. Ja, schwierig. Ah, ich glaube. Boah, knapp. Aber ich glaube, die Ulane. Ah, nee. Sind ein Pop-Einheiten, die Kojote-Läufer. Ja, ich glaube, das geht so für beide schlecht aus einfach. Ja, ich glaube auch, dass es keinen wirklich freut, der Fight, aber am Ende glaube ich. Nee, ich meine, jetzt kommt der Nachschub von Tobi, damit kann er den Rest noch klären, ja. Aber am Ende hat Tobi auch seine Kojotenläufer jetzt hier verloren tatsächlich. Ja, aber er macht jetzt hier nochmal Kojotentaktik, was ihnen mehr Geschwindigkeit gibt und nochmal 20% mehr Hitpoints. Und dann sind die Einheiten halt kosten-nutzen-technisch auf gut Deutsch der Wahn. Ja. Ich meine, aber wo bildet er die aus? Er hat die jetzt aktuell nur geschickt. Er kann jetzt in der Adelshütte kann er Jaguar-Ritter machen, Adlerläufer-Ritter, Pfeilritter. Und ah, da oben, die habe ich nicht gesehen. Ja, stimmt, die Kriegshütte. Die hat er noch vom Age-Up ins Zweite. Da ist er mit der Kriegshütte und Kriegshütte-Lebenspunkten geätscht. Vollkommen richtig, ja. Oh, der fällt mir übrigens auf. Tobi geht einfach nur mit den Kriegern AOE Sachs auf die Nerven. Eigentlich sehr schön, weil er weiß, da links kommt sicher gleich eine Armee, die er nicht halten kann. Uiuiuiui, das könnte jetzt aber unschön werden, weil wenn da AOE Sachs nochmal pusht, dann wird's witzig. Auf der Seite. Ja, weil da ist zu wenig gegen die Kavallerie, oder? Was haben wir denn da? Absolut, das sind alles nur Tonnenschleuderer. Also da hat jetzt AOE Sachs so eine Riesenarmee, der könnte jetzt hier alles überrennen. Und auch die Dorfwohner, die müssen weg. Also Tobi muss sich sofort zurückziehen. Weg da, die Dorfwohner, Tobi. Lauf, Junge, lauf. Also er hat jetzt noch ein paar Glückwürfe. Ah, Gott, die Gulan. Oh, und ich kenne Tobi, ne? Wenn da mal ein was Großes schlecht läuft, dann klickt er auch gerne mal auf den Aufgeben-Button. Das hoffe ich jetzt mal nicht an der Stelle. Ja, aber was gerade super gut ist für ihn, schau mal, die Plänkler von Steven machen kaum oder nicht viel Schaden, weil die Einheiten auch gut gepanzert sind und so. Aber da kommt jetzt die entscheidende Verstärkung, die wird es wahrscheinlich regeln für AOE Sachs. Oh, ja, ja, ja. Kriegswägen. Die Dorfwohner werden alle geschnetzelt. Ah, das lief doch so gut mit diesen XP von Tobi, aber jetzt hat militärisch schafft es einfach hier AOE Sachs, diese Fights zu gewinnen. Ich meine, Tobi war auch ein bisschen zu unaufmerksam auf der linken Flanke, das ist ja. zu risikohaft. Er könnte auch auf der Map ein bisschen mehr auf Map-Control gehen irgendwie, weil hier... Ah, und Tobi gibt's auf. Ja, krass. Wow. GG. 2-0. Ja, 2-0 für AOE Sachs, also... Wer hätte damit jetzt so gerechnet? Vor allem mit dieser Taktik, mit den Kriegerpriestern. Das sah ja alles sehr gut für Tobi aus. Es sah alles so aus, als wäre es geplant gewesen. Er hat ja unfassbar viele Schiffsladungen gehabt. Aber selbst mit diesen ganzen Schiffsladungen hat er es scheinbar nicht in den Griff bekommen hier gegen den Deutschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schiffsladungen. Während AOE Sachs, wie viel hatte er? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also nach wie vor einfach drei Unterschiede. Es waren durchgängig drei Unterschiede. Ja. Aber... Du meinst doch, das sind 11 Handelsposten und der Deutsche hat einen. Sicher, dass das so passt? Ja, von der XP-Rate ist ungefähr. Ist so plus, aber hätte minus, er da nicht einer. Deutlich mehr das als Problem, drei Schiffsladungen mehr haben müssen? Das Problem ist, was für die Tanzart auf der Tobi ist. Er kriegt die XP nur, wenn er für Erfahrung tanzt. Und er hat halt sehr oft dann zwischenzeitlich geswitcht. Auch für die Krieger getanzt und dann auch ein bisschen zu lang drauf behalten und wieder seinen Chefgehalt und so Sachen. Also... Ja, er müsste eigentlich mehr haben, er hätte auch eigentlich mehr, aber das ist so eine Sache, also die Krieger, diese Kriegstänze-Geschichte ist eine ganz heikle Sache. Ja, okay, verstehe. Ja, bitter. Ich meine, Tobi hat jetzt echt nochmal viele Dorfwohner verloren, ne? Aber ich sag's jetzt 41, deutlich mehr, was Siedlerwägen angeht. Ja, Tobi hatte nur noch 20, also die Wirtschaft von Tobi war down. Das war halt viel zu riskant da auf der linken Flanke, ohne genügend Antikavallerie. Und ich meine, vor allem Tobi muss das ja eigentlich wissen, gegen Deutsche, also... Er weiß doch, da können richtig viele Ulane kommen, die da Probleme machen, wenn er da nicht genügend Antikavallerie hat. Was mich aber wundert, was ist denn so für Azteken? Der könnte doch auch Puma-Speerkämpfer machen. Hat er wahrscheinlich nicht gemacht, weil die von den Planktern und so weiter ordentlich rausgeschossen werden, oder? Aber Puma haben nicht besonders viel, also nicht so viel Leben, haben super viel als Siege und sind gut gegen Kaff. Aber das Problem ist halt, die kosten Nahrung und Gold. Und ach stimmt, haben die nicht mal früher Holz gekostet? Nee. Ich weiß nicht, ob die früher Holz gekostet haben. Speerkämpfer haben nie Holz gekostet? Aber. Das ist seltsam, ich weiß. Strange. Okay. Ja, krass. Also, das war jetzt auch nochmal echt ein spannendes Spiel und mit unerwartetem Ausgang. Also hier GG an AOE Sachs, der hier tatsächlich 2-0 gewonnen hat. Gut, das erste Match kann man wirklich auf die Taktik schieben, die einfach dann nicht aufging, beziehungsweise auch das hat AOE Sachs einfach gut dagegen gekontert. Aber jetzt bei dem Match vor allem
hat Aoi Sax auch einfach hervorragend die Deutschen gespielt. Und wir waren ja erst ein bisschen verwundert, ne, mit diesem Infanterie-Push am Anfang, aber am Ende ist alles für ihn gut ausgegangen. Er hat sogar ein Arsenal gebaut, sehe ich gerade als Deutscher. Relativ. Konter-Infanterie-Bewegung und um die Kriegswägen und Kavallerie und alles aufzubessern, nehme ich an. Wahrscheinlich, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Also Tobi, wie du gesagt hast vorher, hat ja immer noch Krieger an der Front, so ein bisschen um zu nerven. Aber da hat er ihn jetzt auch nicht aus dem Konzept bringen können. Da konnte Tobi auch mit seinen Kojotenläufern nicht so richtig raiden. Und Aoi Sax ist jetzt hier auch auf die Herde auf der Map gegangen. Ich muss sagen, ich bin einfach wirklich fasziniert davon, wie Steven es geschafft hat, aus dem eigentlich jetzt nicht so 0815-Push, er hat ja einfach Armee rausgehauen und ist mit der vorgegangen. Ja. Er hat damit Schaden gemacht und hat es dann trotzdem geschafft, kompetitiv ins Nächste zu gehen, meiner Meinung nach. Das war eigentlich richtig, also er war auch echt cool. Schnell im Dritten. Und ja, ich schaue übrigens gerade mir die Statistik an. Ja, ich schaue auch mal rein. Meintest, Rohstoffe. Also ich bin gerade auf der... Ja. Wow, 6.000 mehr für Aoi Sax, das ist schon ein Riesenunterschied insgesamt. Ja. Nee, militärisch. 9.000? Ja. 9.000? Nee, ich kann nicht rechnen, sorry. Ja, rechnen. Aber wobei, man muss auch noch kostenlose Einheiten rechnen. Da hat Tobi nochmal gut 1.000 mehr gehabt, also sind es nur 5.000 Unterschied. Bei kostenlosen Einheiten waren sie beide nah beieinander. Achso, nee, das waren die Rohstoffe noch. Ja, okay. Militärisch hat Aoi Sax halt echt wirklich... Ja gut, er hat auch Dorfwohner noch geschnetzelt ohne Ende, ne? 173 Kills zu 114 von Tobi. Beide hatten gleich viel Militär. Also, es hat einfach die... Wobei, gut, es waren dann Ulanen auch noch, das ist ja nicht die Bevölkerung. Genau. Tobi hat nur Militär mit einer, also was quasi eine Pop hat. Und Aoi Sax 2- und 3er-Einheiten auch noch mit drin, also hat definitiv Aoi Sax auch die stärkere Armee gehabt. Ja, ich sehe auch gerade die Dorfbewohnerkurve, da hat halt Tobi schon bei Minute 57 ordentlich was verloren. Also da hat er ursprünglich 28, dann auf 22, 106 Stück, dann H3, durchgängig, aber immer wieder was verloren. Er kam da durchgängig nicht hoch und dann erst mit diesem, das war ja echt wichtig, glaube ich, diese 8 Dorfbewohner, dass er mal wieder irgendwie in die Nähe überhaupt kommt. Also selbst da, 31 zu 38 bei Bevölkerung. Also er kam nie wirklich wieder ran und dann hat er nochmal von 39 auf 34 wieder 5 verloren und jetzt, gut, am Ende ist klar, das war dann echt vorbei. Schauen wir mal auf Bevölkerung, Militäreinheiten. Ja, und da sehen wir auch Aoi Sax am Anfang eben, wie du sagst, stark. Tobi hat tatsächlich keinerlei Einheiten, bis er im Dritten war, gebaut. Das waren eben nur diese Milizkrieger, die er dann hatte noch. Ja. Dann hat er was gemacht, dann hat er einmal mehr Armee gehabt, aber dann kam plötzlich riesige Masse von Aoi Sax. Die hat Tobi, geschwächt, aber Tobi hat dabei genauso viel verloren. Also beide waren auf dem gleichen Stand und dann zack, kommt eine Riesenmasse an Truppen. Das ist der Moment, den ich auch erwähnt hatte, glaube ich. Da kamen Plänkler aus der Heimatstadt, da kamen Ulane. Also da hatte plötzlich Aoi Sax 78 Militäreinheiten, während Tobi nur 31 hatte und Tobi kam nicht höher. Er hat zwar nochmal gut gefightet, dass Aoi Sax wirklich sehr viel verloren hat. Er musste auf 40 runterbrechen, hat aber nochmal mehr Truppen gehabt. Da hat er nochmal was verloren. Also da hat Tobi schon echt mit weniger Einheiten sehr gut noch gefightet, muss man jetzt mal so sagen, um die Kurven zu vergleichen. Aber dann kam halt nochmal so viel mehr. Also der Deutsche konnte unfassbaren Truppen nachhauen, obwohl er weniger Schiffsladungen hatte, was dann Tobi mit den Azteken einfach nicht ausgleichen konnte scheinbar und hat dann vor allem am Ende einfach zu stark die linke Flanke verloren. Da kommt halt im wahrsten Sinne der Faktor zu tragen, Klasse vor Masse in dem Sinne. Ja. Weil einfach die Einheiten von Steven durchschlagskräftiger waren und vor allem die Schiffsladungen halt auch mit den 3 Ulanen dann im Dritten, die überall gratis dazugegeben werden. Ach, stimmt. For fun. Das ist stark. Das einfach ist stark. Was ausmachen. Ja, die letzte Kurve, die ich mir echt gerne noch anschauen würde mit dir, ist sonst die XP-Kurve tatsächlich, weil du ja gefragt hast, wie viel das ausmacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Vorher war ich jetzt hier noch bei alle Rohstoffe gesammelt. Da sieht man schon, dass es dann relativ schnell für Aoi Sax schön durch die Decke ging, spätestens als er im Dritten war. Und du hast recht, jetzt schauen wir noch die XP an. Ist das Export? Nee, das ist EP insgesamt, oder? Mhm, bei mir ist es XP, deshalb... Ja, okay. Boah, da ist Tobi schon, ne, ab Minute, wo geht der Balken so hoch? Ab Minute 6 geht er schon deutlich hoch. Mhm. Und dann so wirklich so exponentiell nach oben. Also fast so eine Gerade, so könnte man mit dem Lineal nehmen. Mit ein paar Ungleichheiten. Schon ein Unterschied. Aber diese Masse an Erfahrungspunkten hat das Game nicht für Tobi entscheiden lassen, ne? Ich glaube, du hast einfach mit deiner Aussage vom Anfang des Spiels recht gehabt. Einen Deutschen musst du wahrscheinlich, außer du kommst mit den Einheiten schon super gut klar bei den Azteken und hast dann deine Strategie dafür, musst du vielleicht wirklich rushen. Ja. Musst du aggressiv von Anfang an Druck machen. Ja, also ich denke jetzt so rückwirkend betrachtet, kann man da wirklich sagen, dass das eine sinnvollere Taktik eventuell wäre. Vor allem, weil man halt auch als Azteke die, ne, die Truppen im Zweiten hat, als Deck, da hat man mehr Truppen im Zweiten als der Deutsche. Man kann ja dann auch vielleicht da schon einen EP-Vorteil nutzen, wenn man dann aggressiv spielt. Um halt schneller diese Truppen aus dem Zweiten aufs Feld und beim Deutschen reinzubekommen, weil Armbrustschützen
Kann man auch mit Kojotenläufern so ein bisschen ausgleichen, also und die Ulanen. Gut, da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, das wäre schon eine gute Taktik gewesen. Aber ja, auch das ist natürlich von Tobi spannende Entscheidung mit dem H3. War auf jeden Fall echt spannend anzusehen und durchaus ein spannendes Liga 1-Match, was wir jetzt hier gesehen haben. Liga 1-Duell. GG an die beiden auf jeden Fall und ja, Glückwunsch an AOE Sachs, der hier sich wunderbar ja, die Punkte geholt hat mit einem 2 zu 0. Ja, das ist auf jeden Fall. Es ist ja, glaube ich, sein zweites Spiel, wo das erste war 0 zu 2, also hat er tatsächlich verloren in seinem Einstieg. Und jetzt aber Tobi, der ja doch einer der stabilsten Spieler auch in der ganzen Runde ist eigentlich, Richtig. hat er ziemlich stark sich gegen ihn etabliert. Vor allem finde ich, und das hat mich, also die Deutschen haben mich jetzt fast mehr beeindruckt als die Haute, weil ich weiß, dass er Haute gut spielt, aber bei den Deutschen, da hat er sich jetzt richtig schön was ausgearbeitet, finde ich. Ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Strategie, so wie er es gemacht hat. Aber für das, wie es gelaufen ist, fand ich wunderbar adaptiert und war dann am Ende des Tages auch richtig durchschlagskräftig. Absolut, vollkommen richtig. Ja, und damit, liebe Zuschauer, beenden wir dieses Video. Spannung auf hohem Niveau auf jeden Fall. Sehr interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in einem anderen Age of Empires 3 Video oder auch gerne mal bei Age of Empires 4 in den Videos vorbeischauen und die diversen anderen Strategie-Videos, die es noch gibt. Total War, Paradox, ihr kennt das alle. Einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und Dankeschön, MFD, fürs Co-Casten. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.